willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Stadtgesprächs. Es gibt Minister, die sind in Corona-Zeiten ganz besonders gefordert. Und dazu gehört mit Sicherheit der bayerische Innenminister, der auch gleichzeitig noch Sportminister ist und auch noch für die Kontrollen an den Grenzen zuständig ist. Herzlich willkommen, Joachim Herrmann. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo, grüß Gott. Lassen Sie uns zuerst mal auf etwas schauen, was relativ neu ist, nämlich das Anti-Corona-Demonstrationsgeschehen, das ganz deutschlandweit stattfindet, aber auch sehr intensiv in Bayern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben Ihnen mal noch die Ereignisse vom Samstag zusammengefasst. 1000 Demonstranten waren auf der Theresienwiese erlaubt, gekommen sind weit mehr. Während im Innenraum die Abstandsregeln eingehalten wurden, drängten sich an den Rändern des Geländes hunderte Menschen ohne Mundschutz und ohne Abstand. Die Polizei griff nur in einzelnen Fällen ein. Die Demonstranten, eine Mischung verschiedenster Gruppierungen. Wir stellen natürlich fest, dass wir sowohl auch Akteure aus den ideologischen Rändern haben, wie auch Personen aus dem bürgerlichen Spektrum. Es ist nur so, dass wir feststellen, dass es natürlich aus dem politischen Bereich Bestrebungen gibt, das Ganze für sich natürlich zu nutzen. Aus dem Grund sind wir als Münchner Polizei natürlich auch mit Kolleginnen und Kollegen des Staatsschutzes im Einsatz. Die Motive sind ebenfalls sehr unterschiedlich. Corona ist der Aufhänger für verschiedenste Meinungsäußerungen. Ich bin auch hier, weil Atem Leben ist. Ja? Ich bin Yogalehrerin, das ist der 8. Körper in Kundalini-Yoga. Und ohne Atem ist ein Lebenskreislauf. Schluss mit dem Mundschutz. Verständnis wird, glaube ich, erst dann kommen werden, wieder, wenn man einander zuhört. Nicht nur ein paar wenigen, die den Raum gibt, sich artikulieren zu dürfen. Wir sind jetzt nicht die Leute, die jetzt herkommen und großartig negative Schwingungen reinbringen. Wir sind ja hier eigentlich nur da, um unsere Meinung zu vertreten, eigentlich, um auch die Grundrechte zu vertreten. Musiker und Stadtrat Roland Hefter war auch mit dabei, hielt sich aber am Rand. Also mit denen hinten habe ich nichts zum tun, aber ich glaube, das ist klar, oder? Nein, ich bin ja schon ein paar Mal fotografiert worden mit dem Plakat. Wahrscheinlich haben mehrere die Meinung gehabt, sonst hätten sie mich nicht fotografiert. An den Seiten der Theresienwiese muss die Polizei schließlich Personalien überprüfen und kleine Demos auflösen, weil niemand das Infektionsschutzgesetz beachtet oder auf Lautsprecherdurchsagen reagiert. Die Bilanz der Einsatzkräfte ist trotzdem überwiegend positiv. Für nächsten Samstag wollen die Veranstalter eine Demo mit 10.000 Teilnehmern beantragen. Was uns das Kreisverwaltungsreferat mittlerweile bestätigt hat, dass diese Demo mit 10.000 Teilnehmern vom Veranstalter tatsächlich beantragt worden ist. Die Mischung, wir waren selber draußen vor Ort, war relativ beängstigend. Also, dass jemals neue Rechte, Ultralinke, Yogalehrer, Menschen, die aus der DDR kommen und plötzlich behaupten, sie leben in einer Diktatur, aufeinandertreffen, das ist ja eine wirklich hochbrisante Mischung. Ja, in der Tat. Und vieles ist natürlich aus meiner Sicht völlig unverständlich. Man kann nun von Diktatur wirklich nicht reden. Ja, es waren zwangsläufig im Interesse der Gesundheit der Menschen manche Grundfreiheiten eingeschränkt, die Bewegungsfreiheit. Und davon ist aber das meiste inzwischen ja längst wieder aufgehoben. Aber es ist schon wichtig, es hat zu jeder Zeit der Bundestag voll agiert, der Landtag agiert. Es ist nicht so, dass die Regierung ganz allein gehandelt hätte. Es gibt eine parlamentarische Kontrolle. Und dann muss auch jemand, der da vereinzelt unterwegs sein, zur Kenntnis nehmen, dass es jeweils für die Entscheidung der Regierung auch ganz breite Mehrheiten im Parlament gegeben hat. Und die Meinungsumfragen ja auch zeigen, dass 80-90% der Bevölkerung jeweils gesagt haben, das ist richtig, was die Regierung macht. Deswegen haben wir trotzdem Minderheitenschutz. Man darf seine Meinung sagen und man darf entsprechend demonstrieren. Wir haben zu keinem Zeitpunkt, wohlgemerkt übrigens, die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Die Pressefreiheit ist völlig tabu. Die Fernsehsender können senden, was sie wollen. Also das mit Diktaturen zu vergleichen, ist wirklich völlig absurd. Aber man darf auch solchen Unsinn erzählen. Also was mich besonders schockiert hat draußen, war, dass wirklich ein hoher Anteil von Menschen da waren, die man der bürgerlichen Mitte zuordnen würde. Also da war eine Dame, die hätte man auch so gerade vom Golfplatz nehmen können. Die hat, ich habe es im Vorbeigehen gehört, gesagt, ich verstehe nicht, warum die Alliierten nicht eingreifen, jetzt wo wir unsere Grundrechte verloren haben.
Es ist wirklich, kann man nochmal sagen, völlig unverständlich, wie man auf solche Ideen kommt. Es ist eine bunte Mischung von Menschen, die da unterwegs sind. Da sind dann auch welche dabei, die Impfgegner sind. Sowas hat es immer gegeben. In meiner Kindheit ist noch jeder gegen Kinderlähmung geimpft worden, bis das dann wirklich sozusagen weitestgehend ausgerottet war. Ja, es gibt immer Menschen, die so etwas ablehnen. Übrigens ist es ausdrücklich im Moment für das Thema Corona überhaupt kein Thema. Es gibt kein Gesetz, in dem was von Impfpflicht dazu steht. Und das ist gegenwärtig auch nicht beabsichtigt. Aber es gibt dann eben Leute mit ganz anderen Thesen. Nochmal, es sind die Grundrechte nicht mehr eingeschränkt. Es sind auch wenige Dinge. Und ich meine, wenn wir jetzt vor allen Dingen von den Menschen erwarten, Abstand zu halten, im Interesse der Gesundheit jeweils anderer und den Mund-Nasen-Schutz zu tragen, auch im Interesse anderer, der Mund-Nasen-Schutz schützt, der nicht in erster Linie mich, sondern der schützt andere davon, dass ich den anniese, anhuste und dergleichen. Das ist ein Mindestmaß an Respekt, an Rücksichtnahme gegenüber anderen Menschen, die wir, denke ich, in dieser Zeit schon erwarten dürfen. Und das ist das, was am meisten gegenwärtig noch eingreift in die Freiheit der Menschen. Ich glaube, jeder sollte wirklich überlegen, ob ihm das nicht zumutbar ist, dieses Mindestmaß an Rücksicht auf andere zu nehmen. Gibt es da vielleicht ein Kommunikationsdefizit, dass die Leute nicht verstehen, warum welche Maßnahmen nötig sind? Wir erklären es eigentlich Land auf, Land ab. Ich bin auch dankbar, dass ja doch die meisten Medien das durchaus kommunizieren. Sie berichten auch über die Kritiker, aber berichten auch darüber, warum tut die Regierung das. Und wohlgemerkt, es sind Regierungen mit unterschiedlichsten politischen Farben sozusagen unterwegs. Ja? Wir haben ja nicht nur hier unsere CSU-Freie Wählerregierung in Bayern. Wir haben schon in Baden-Württemberg eine Koalition aus Grünen und Schwarzen, wir haben andere Landesregierungen, wo SPD, FDP und Grüne zusammenarbeiten und. Wir haben Landesregierungen mit Linksparteibeteiligung und dergleichen. Es sollte manchen vielleicht doch zu denken geben, wenn die alle in den letzten Wochen letztendlich in den Grundfragen, in den wesentlichen Entscheidungen immer zu ziemlich ähnlichen Ergebnissen gekommen sind, dass es vielleicht doch was mit Vernunft zu tun hat, nicht mit Parteipolitik. Und es ist trotzdem jedermanns gutes Recht zu sagen, ich halte das für falsch. Nachvollziehen, rational kann ich es nicht. Und was mir gerade, nachdem da manche auch unterwegs sind und sagen, man bräuchte diese ganzen Eingriffe überhaupt nicht, man sieht das in Schweden, dann kann ich nur sagen, wer soll sich auch da mal bitte die Fakten anschauen. Die Todesrate, also die an Corona Gestorbenen, bezogen auf die Zahl der Bevölkerung, ist in Schweden inzwischen deutlich höher als in Deutschland. Also diese Behauptung, wenn man nichts gemacht hätte, wäre es genauso gut oder es wäre deswegen auch nicht mehr passiert und dann hätten wir keine Beschränkung der Freiheiten gehabt. Das ist einfach falsch. Das ist einfach Unfug. Und deshalb werden wir weiterhin einfach mit harten Fakten arbeiten. Die Münchner Polizei hat es angedeutet, dass neben den Demonstranten aus den unterschiedlichen Spektren auch neue Rechte, Ultralinke, versuchen, diese Demonstrationen für sich zu instrumentalisieren. Wir haben das auch gesehen, da waren ein paar Scharfmacher am Rande, die ihr Bestes gegeben haben, um die umliegenden Leute dann mitzureißen und Krawall zu stiften, was ihnen Gott sei Dank nicht gelungen ist. Befürchten Sie das auch, dass sich da andere Kräfte noch draufsetzen oder drunter setzen? Ganz klar, ja. Das ist vor allen Dingen im rechtsextremen Bereich zu beobachten, teilweise auch im linksextremen Bereich. Wohlgemerkt, und das muss man sorgfältig unterscheiden, es ist nicht so, dass die Mehrzahl derjenigen, die da zum Beispiel am letzten Samstag auf der Theresienwiese demonstriert haben, in irgendeiner Weise radikal wären. Aber was klar zu beobachten ist, dass Radikale versuchen, das für sich zu instrumentalisieren, sich da entsprechend mit drunter zu mischen und dann auch versuchen, ein bisschen den Ton anzugeben. Wir haben gleichzeitig dann auch zum Beispiel parallel dazu in der Münchner Innenstadt erlebt, dass stadtbekannte Rechtsradikale unterwegs waren und trotzdem am Marienplatz, am Max-Josefs-Platz etwas veranstalten wollten. Hier war aber auch massiv Polizei präsent und hat das von vornherein unterbunden. Und wir erleben bei manchen Gelegenheiten sehr wohl, dass auch aus dem linksextremen Bereich dann bekannte Personen auftauchen und hier versuchen, wieder gegen alles, was der Staat macht, entsprechend Stimmung zu machen. Auch das muss man ernst nehmen. Aber nochmal, das heißt nicht, dass die Mehrzahl, die da unterwegs sind, davon heute schon bestimmt werden. Wir müssen aber aufpassen, dass diese Radikalen nicht zum bestimmenden Kräften in diesen Demonstrationsgeschehen werden.
Jetzt gibt es eine neue, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Partei, Bewegung Widerstand 2020. Ich kann davon ausgehen, dass wir die auch im nächsten Verfassungsschutzbericht sehen. Das ist eine, finde ich, hochbrisante Mischung, die sich da ergibt, eben aus allen möglichen. Da sind die Verschwörungstheoretiker dabei, die Impfgegner, die Esoteriker, die aber auch natürlich extreme politische Kräfte. Und was mir auch auffällt, dass es diesen Leuten gelingt, vielleicht Menschen, die nur Angst haben oder die Zweifel haben, sehr stark anzuziehen, weil sie vermeintlich die klaren Antworten haben. Da gibt es dann Schilder mit, ich brauche keine Impfung, ich habe ein Immunsystem. Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen Vitamin C und Zink und sonst nichts. Und aufgrund dieser großen Verunsicherung, die herrscht, fällt das auf einen unglaublich fruchtbaren Boden. Wird da genügend dagegen getan? Also gerade, dass man die, die noch zweifeln und nicht schon drinstecken, dass man da vielleicht mehr aktiv werden muss noch? Man muss vor den Gefahren warnen. Wir müssen über die Sachlage, über die Fakten immer wieder intensiv informieren. Vielleicht müssen wir in der Tat da auch noch mehr tun. Aber auf der anderen Seite muss man auch immer sagen, auch wenn das viele zu sein scheinen, wenn man überlegt, dass München bald 1,5 Millionen Einwohner hat, dann sind auch wenn da 10.000 unterwegs wären, sind das immer noch weniger als 1% derer, die in München wohnen. Und wenn da auch noch welche aus dem Umland dazukommen, dann ist der Prozentsatz noch niedriger. Also man darf sich da auch nicht verrückt machen lassen. Wir müssen die ernst nehmen. Diejenigen, die noch halbwegs rational unterwegs sind, denen muss ich auch mit guten Argumenten begegnen. Darum müssen wir auch uns der Diskussion mit diesen Menschen stellen. Das ist gar keine Frage. Aber wir müssen in der Tat auch auf die Gefahren hinweisen, dort, wo die Radikalen versuchen, sich dessen zu bemächtigen. Und davor müssen wir die Menschen, die da aus guten Überzeugungen, auch wenn die Überzeugungen falsch sein mögen, aber die aus einem hehren Gewissen heraus da unterwegs sind, die müssen wir auch darauf hinweisen, dass da versuchen jetzt Radikale sich ihrer zu bemächtigen oder sich da versuchen, mit ihnen sozusagen ihr eigenes Süppchen zu kochen. Da müssen wir uns noch ein Foto anschauen von der letzten Demo, das wir gleich sehen werden. Das ist ein Bild vom Rand der Theresienwiese, wo 2500 Leute im Prinzip miteinander gekuschelt haben. Also die saßen nebeneinander, die hatten keine Masken, da waren zum Teil Kinder drunter, die gerade laufen konnten, die sind dann da durchgesaust wie durch einen großen Abenteuerspielplatz. Da habe ich mich auch gefragt, wieso lässt man das zu? Ich meine, wenn irgendwo anders 5 Leute mit der Bierflasche stehen, dann schreitet die Polizei ein, Platzverweis, Anzeige. Und die sind da gesessen, über 2 Stunden lang, und es wurde zugeschaut. Hätte man da nicht auch einschreiten müssen und sagen müssen, Leute, diese Verordnung gibt es nicht zum Spaß? Die Polizei ist ja da schon vorgegangen. Es sind Personen entsprechend hier die Identität festgestellt worden. Es sind entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Es sind, vorhin hatten wir es auch mal kurz im Bild gesehen, es sind Personen dort auch weggeführt, im Extremfall sogar weggetragen worden. Und es sind dann doch eine ganze Reihe von Personen, die zunächst da auch da waren, daraufhin auch von sich aus freiwillig gegangen und haben dieses Umfeld entsprechend da verlassen. Es ist leider so, dass ein paar Menschen es überhaupt nicht einsehen wollen, dass dieses Abstandsgebot ihrer eigenen Gesundheit dient. Manche meinen, sie seien wohl so immun, dass ihnen überhaupt nichts passieren könnte. Das ist natürlich ein großer Irrtum. Und nochmal, wir machen das alles nur, damit möglichst viele Menschen gesund bleiben, damit möglichst wenig krank werden, möglichst wenig sterben. Das ist das Bestreben, das wir parteiübergreifend in unseren politischen Entscheidungen haben. Und es ist schade, wenn das der ein oder andere überhaupt nicht einsehen mag. Jetzt steuern wir auf die Situation zu, dass die Veranstalter das institutionalisieren wollen. Also die sagen jetzt schon, ab jetzt jeden Samstag. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, ist das für die Polizei eine ungeheure Herausforderung, weil sie ja jedes Mal neu kalkulieren muss, wie viel Zustrom werden wir haben, wie kriegen wir das geregelt, auch kräftemäßig. Ist es denn so überhaupt beherrschbar als Dauerbelastung, sage ich mal?
Das ist eine große Belastung, auch ganz persönlich für die Polizeibeamten, denn da waren am vergangenen Samstag auch einige in Einsatz, denen wir noch ein oder zwei Wochen vorher fest versprochen hatten, dass sie an diesem Wochenende auf jeden Fall frei haben, wie wir das eben rotierend für alle Einheiten der Polizei in Bayern immer wieder tun. Und denen musste man sagen, nee, ist nicht, ihr müsst jetzt alle da sein. Es haben auch alle entsprechend mitgemacht. Das ist eine enorme Belastung für die Polizei, aber es ist wichtig, dass wir hier einigermaßen für Ordnung sorgen. Und das sind die Menschen von der Bayerischen Polizei auch gewöhnt. Wir spüren bei der ganz großen Mehrheit der Bevölkerung ja auch einen großen Zuspruch für das, was die Polizei da leistet. Und das muss auch weiter so sein. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es sind jetzt wieder viele Demos auch für das kommende Wochenende angesagt. Man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben das schon mal mit Pegida erlebt vor 2 Jahren, wo das dann auch monatelang ging, bis es irgendwann mal aufgehört hat. Klar ist jedenfalls, wir werden seitens des Freistaats Bayern nicht klein beigeben. Also Sie setzen irgendwann mal auf ein Ende durch Ermüdung, weil das Thema vielleicht auch wegfällt, die Einschränkungen vielleicht wegfallen. Also diejenigen, die halbwegs real die ganze Lage noch beurteilen, müssen eigentlich spüren, dass von Woche zu Woche die Einschränkungen weniger werden. Das ist, wenn man nochmal nachdenkt, wie gesagt, bestimmte Grundfreiheiten, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit überhaupt nie tangiert wurden. Und dass jetzt auch solche Dinge wie Bewegungsfreiheit, wohin darf ich reisen, wohin darf ich mich bewegen, inzwischen ja wieder weitgehend hergestellt sind, die ganzen Einschnitte immer weniger geworden sind, die ganze Geschäftswelt wieder offen hat, die Geschäfte geöffnet sind, die Berufe ausgeübt werden können. Also es sind nur noch ganz wenige Einschränkungen. Und wenn die dann irgendwann im Laufe der nächsten Wochen oder Monate auch ganz entfallen sind, dann wird, denke ich, auch jeder, der das halbwegs rational noch angeht, feststellen, nein, wir sind nicht auf dem Weg zu einer Diktatur. Ganz im Gegenteil, die Grundfreiheiten sind gewährleistet und wir sind eine der besten Demokratien, eine der freiheitlichsten und rechtsstaatlichsten auf der ganzen Welt. Wohlgemerkt, Rechtsstaat, auch jeder Bürger hatte in all diesen Wochen weiterhin die Möglichkeit, zum Verwaltungsgericht zu gehen, zum Verfassungsgericht zu gehen, wenn er sich in seinen Rechten beeinträchtigt fühlte. Und was da auch mancher nicht wahrhaben will, in den meisten Punkten hat eben das Verfassungsgericht dann auch wiederum die Politik der jeweiligen Landesregierung, der Bundesregierung bestätigt. Manches hat es auch korrigiert. Also auch der Rechtsstaat funktioniert. Ist es eventuell auch so ein bisschen ein Generationenproblem, dass die, die jetzt dort demonstrieren, die vielleicht so um die 30 sind, eigentlich nichts anderes kennen als eine Wohlstandsgesellschaft ohne Behinderungen, ohne Einschränkungen, geschweige denn Kriegserfahrung oder Mangelerfahrung, nennen wir es mal so? Ich weiß nicht, ob das ein Generationenproblem ist. Ich habe in der Summe, glaube ich, da doch Personen fast jeden Alters bei diesen Demonstrationen auch erlebt. Das geht querfeldein. Ja, ich kann nicht sagen, dass ich es jetzt bedauere, dass die keine schlimmeren Erfahrungen gemacht haben. Es ist auch jetzt mit dem Coronavirus alles schlimm genug. Und ich kann nur noch mal sagen, es zeigen die Umfragen, es zeigen viele Entscheidungen, jedenfalls die ganz, ganz große Mehrheit der Bevölkerung steht ja hinter dem Kurs. Und wenn auch die Umfragen in der letzten Woche erst wieder gezeigt haben, dass sogar eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, und zwar in mehreren Umfragen, erklärt haben, sie sind gegenwärtig gegen weitere Lockerungen. Dann ist für mich nicht solche Meinungsumfragen allein der Maßstab. Aber das zeigt, dass erst recht denen die jetzige Lockerung viel zu wenig sind, die eigentlich sozusagen gegen jede Einschränkung sind, dass das eine auch ernstzunehmende Position ist, aber dass das halt nun wirklich nicht die Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land ausmacht. Das heißt, Sie machen sich auch keine Sorgen um unsere Demokratie? Nein, man muss solche Dinge immer ernst nehmen, weil auch aus scheinbar kleinen Anfängen kann ein Problem erwachsen. Aber ich glaube, dass die ganz große Mehrheit der Bevölkerung wirklich hinter unserer Demokratie steht. Und ich meine ganz umgekehrt, wir müssen deutlich machen, auch dass wir das jetzt so geschafft haben, dass wir in Deutschland in der ganzen Entwicklung dieses Themas besser dastehen, dass wir weniger Kranke, weniger Tote hatten als zum Beispiel in Italien, als Frankreich, dass wir aber auch besser dastehen beispielsweise als in manchen anderen totalitär regierten Ländern.
es ist eigentlich eine Stärke unseres Regierungssystems, es ist eine Stärke unserer Republik, unseres Rechtsstaats. Wir haben nicht nach irgendeinem starken Mann gerufen und wir wollen nicht die Demokratie außer Kraft setzen. Wir haben Parlamente, die aktiv sind, die handeln, und wir haben es mit genau diesem demokratischen, rechtsstaatlichen Regierungssystem geschafft, diese Corona-Krise einigermaßen vernünftig zu bewältigen. Und das ist eigentlich ein ermutigendes Zeichen. Sie sind heute nicht nur als Innenminister, sondern auch als Sportminister hier. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dem Thema widmen wir uns gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Es tut sich was in Bayern, es tut sich was in München. Die Biergärten haben wieder offen. Nächste Woche folgen die Lokale auch in den Innenbereichen. Und es gibt wieder Sport. Die Bundesliga hat einen Neustart hingelegt, sehr ungewohnt, mit Geisterspielen. Haben Sie geguckt? Im Fernsehen selbstverständlich, ja. Wie war's? Ja, ich habe mir vor allen Dingen das Bayern-Spiel angeschaut. Bin da ja schon Bayern-Fan und das war am Schluss jedenfalls insgesamt erfolgreich. Und das ist das Entscheidende, die 3 Punkte aus Berlin geholt und jetzt ist Bayern weiter Nummer 1 und ich hoffe, dass das so bleibt. Stehen Sie im Nachhinein zu der Entscheidung, dass man die Bundesliga wieder hat starten lassen? Ja, ich glaube schon, das ist einfach richtig. Man muss eben sehen, da jetzt nicht wegen den Bayern, die Bayern hätten das finanziell auch so überstanden, aber sind ja nun zahlreiche Vertreter von erster und zweiter Liga, die gesagt haben, wenn das nicht jetzt ganz schnell wieder in Gang kommt, dann sind fast die Hälfte der Vereine in der ersten und zweiten Liga womöglich im Herbst schon im Konkurs. Das ist das Wirtschaftliche. Das andere ist, wir haben einfach viele, viele Menschen, die sportbegeistert sind, die eben gerne nicht nur in den Stadien sind, sondern es sind Millionen, die jedes Wochenende vor dem Fernseher sitzen und die Spiele gerne anschauen. Das ist auch ein Teil des normalen Lebens in unserem Land. Und dann war dem gegenüber abzuwägen, ist es unvertretbar von den Risiken. Was kann da an Problemen entstehen? Nun gab es da auch den einen Trainer und den anderen Spieler, die sich ziemlich unsinnig verhalten haben. Aber ich glaube, die ganz große Mehrheit hat es da begriffen. Und jetzt ist es auch richtig. Aber wir schauen uns das jede Woche neu an. Haben die das jetzt begriffen? Funktioniert das richtig? Ist es infektionstechnisch einfach vertretbar? Aber bislang glaube ich schon, es ist. Sie haben auf den Heiko Herrlich angespielt, der aus der Quarantäne raus noch eben schnell Zahnpasta und Bodylotion kaufen gegangen ist, wie er auch noch selbst stolz erzählt hat. Also der hat es nicht verinnerlicht, definitiv nicht. Ich habe mich ein bisschen gewundert darüber, dass der ein Wochenende in Quarantäne war. Bei allen anderen sagt man, die Leute müssen 2 Wochen in Quarantäne sein. Hat er eine andere Inkubationszeit oder wieso gibt es so viele Extra-Regeln da für den Profisport? Nun, der muss natürlich in Quarantäne. Ich kenne jetzt die Details des Einzelfalles nicht, wenn er definitiv nur diesen einen kurzen Weg war, wie auch immer. Aber das muss die Gesundheitsbehörden entsprechend beurteilen, wie man damit umgeht. Aber klar, es ist ihm klar gemacht, er durfte jetzt mal bei dem Spiel nicht dabei sein, auch nicht beim Schlusstraining. Und das sollte auch jeder andere in der DFL kapieren, dass das schon ernst gemeint ist. Und es ist umgekehrt ja auch in Dresden klare Entscheidungen gefallen. Wenn da Spieler infiziert sind, dann ist die ganze Mannschaft erstmal in Quarantäne. Das ist schon richtig so. Wir müssen das ernst nehmen. Nur dann ist das auch gegenüber dem Rest der Bevölkerung glaubhaft. Hertha, die Hertha-Spieler zum Beispiel am Schluss lagen sich auch in den Armen, als wäre nichts passiert. Also offensichtlich scheint es wirklich schwierig zu sein, das so durchzusetzen, dass die Leute es auch verinnerlichen und auch beispielgebend sind. Weil wenn man jetzt natürlich als Zuschauer davor sitzt und sich das anschaut, die fallen sich da alle um den Hals und dann denkt man sich, ja klar, und ich gehe mit der Maske im Supermarkt, was eigentlich? Ja, also es ist schon gut, offensichtlich nicht ganz einfach für alle Beteiligten, aber bislang habe ich den Eindruck, die Mehrzahl hat es jetzt schon kapiert. Und sie werden jetzt dann entsprechend immer wieder getestet. Und ich kann nur sagen, sobald da irgendein Fall auftritt, werden die Leute natürlich auch aus dem Verkehr gezogen. Jetzt gibt es den auch verständlichen Standpunkt vieler Eltern, die sagen, mein Sohn darf nicht Fußball spielen, aber die Millionäre. Nun, wir haben jetzt ja mal angefangen, für den Breitensport erstmal einiges wieder zu öffnen, überall dort, wo die Einzelsportart, also man als
Einzelkämpfer in Anführungszeichen unterwegs ist, mit großer Distanz zu anderen und deshalb nicht nur Golf spielen. Und beim Tennis hat man in der Regel auch einen großen Abstand zum Gegenüber. Natürlich kann man Leichtathletik trainieren, ob das jetzt Weitspringen oder Hochspringen oder Kugelstoßen und vieles andere ist. Das funktioniert alles. Man kann viele Sportarten im Freien entsprechend betreiben. Man kann auch im Starnberger See schwimmen und man kann mit dem Ruderboot unterwegs sein und, und. Also wir haben jetzt schon sehr viel wieder geöffnet. Es dürfen jetzt die Sportanlagen insofern dann für diese Zwecke auch wieder in Betrieb genommen werden. Das geht jetzt vernünftig weiter und wir arbeiten jetzt an Konzepten, wie können wir auch, ich kann da noch keinen Termin nennen, Mannschaftssportarten wieder zulassen. Und dann ist nochmal das andere Thema, was wir im Moment ansonsten noch nicht haben, auch in der Halle. Weil was wir bisher freigegeben haben, ist im Außenbereich, ist Outdoor, weil das auch die Ärzte sagen, das Infektionsrisiko ist unter freiem Himmel, an der frischen Luft deutlich geringer, als es in der Halle ist. Sie haben heute im Kabinett dazu Beschlüsse gefasst. Was ist erlaubt? Was geht jetzt? Was hat sich geändert? Nun, jetzt waren wir heute noch mal mit dem Profibereich unterwegs. Wir haben, nachdem zunächst mal nur für die DFL, erste und zweite Liga, freigegeben war, jetzt auch die Dinge, die dem DFB als solchen zugeordnet sind, die dritte Liga freigegeben und auch DFB-Pokal. Die haben alle die gleichen Regeln jetzt wie die erste und die zweite Liga. Und das andere große Thema, was wir heute auch freigegeben haben, ist, dass die Basketball-Bundesliga in einem speziellen Turnier hier in München zu Ende gespielt wird. Die scheinen ein recht schlüssiges Konzept vorgelegt zu haben. Also alle Mannschaften in einem Hotel, in Einzelzimmern, also wo das irgendwie scheinbar recht gut gelöst ist. Also so, dass man das... Ja. Wir haben das sehr sorgfältig geprüft, weil es insofern die Ausnahme ist, die spielen in der Halle, was wir sonst ansonsten bislang nicht zugelassen haben. Auf der anderen Seite ist im Vergleich zu den Fußballern natürlich wesentlich konzentrierter und insofern infektionstechnisch ungefährlicher. In der Tat, die spielen jetzt dann alle offenen Spiele sozusagen in einem Playoff-Finale innerhalb von 3 Wochen, alle in der gleichen Halle hier in München im Audidom und alle bleiben in dieser Zeit, in diesen 3 Wochen, in einem Hotel in München quasi unter Quarantäne, sind nur entweder in diesem Hotel oder in der Spielhalle. Und hoffentlich sonst nirgends. Nicht beim Zahnarzt. In der Tat. Und die dürfen sich ja gerne alles bringen lassen. Das wird dann sicherlich das Hotel auch gerne organisieren. Aber zum Einkaufen sollte keiner, es darf auch keiner zwischendrin nach Hause. Das ist das Konzept, das uns vorgelegt worden ist. Und das ist, denke ich, wirklich hinsichtlich der Infektionsgefahren ein sehr überzeugendes System. Und darum haben wir gesagt, dem können wir zustimmen. Kleine Vereine schauen neidvoll auf die Profivereine, weil sie sagen, da wird sich gekümmert. Dass auch, sie haben das finanzielle Argument gebracht in der Bundesliga. Kleine Vereine, die Trainer unter Vertrag haben, die Personal unter Vertrag haben, die aber auch ihre Gaststätten nicht betreiben können, die schauen da ein bisschen ernster. Was haben Sie denn für die an Hoffnungsschimmer, sage ich mal? Also zum einen würden viele der kleinen Vereine den Aufwand, der jetzt mit den speziellen Hygienekonzepten für die Profiligen verbunden ist, auch kaum darstellen können. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber natürlich liegen mir gerade der Breitensport, liegen mir diese vielen Vereine sehr, sehr am Herzen. Sie haben gerade Vereinsgaststätten angesprochen. Mit der Öffnung der Speisegaststätten ab kommenden Montag bedeutet das natürlich, dass auch jede Vereinsgaststätte mit Bier und Currywurst und dergleichen entsprechend wieder ihren Betrieb aufmachen kann. Das ist für das Vereinsleben allein, damit die Menschen sich in dem Verein wieder begegnen können, ja, da zusammensitzen können und so weiter, immer mit entsprechendem Abstand. Aber in der Tat, wie gewohnt, da zum Verein gehen können, da ist schon wieder ein großer Fortschritt. Nicht nur unter finanziellen Gesichtspunkten, sondern einfach für das Vereinsleben, dass man sich treffen kann. Wir haben, was die finanzielle Seite anbetrifft, ja, entschieden, dass mit sehr wenig bürokratischem Aufwand eigentlich gar kein, einfach in diesem Jahr entschieden wird, dass die Vereinspauschale, von denen ja die allermeisten Vereine in Bayern profitieren, die wir von Seiten des Freistaats Bayern jedes Jahr zahlen, abhängig von der Mitgliederzahl
und der stattgefundenen Übungen der Trainer und so weiter, dass diese Vereinspauschale einfach verdoppelt wird in diesem Jahr. Also statt 20 Millionen werden wir 40 Millionen an die Vereine auszahlen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein kurzfristiger Beitrag, um auch die Vereinskassen da etwas zu entlasten. Und wir hoffen sehr, dass jetzt das Vereinsleben auch wieder in Gang kommt. Ihr Ministerium wird wahrscheinlich gerade dran ackern, wie man das dann für weitere Sportarten gestalten kann. Ja. Wahrscheinlich muss man von Fall zu Fall, von Sportart zu Sportart entscheiden, wie lange kann so ein Prozess dauern, bis man da Konzepte gefunden hat für weitere Sportarten? Das eine sind die Sportarten, die auch kontaktarm sind, also nicht Mannschaftssportarten, die kontaktarm sind und in der Halle stattfinden können. Was müssen wir da an hygienischen Forderungen an den Hallenbetrieb und so weiter stellen? Denn bislang sagen wir ja auch bei den Outdoor-Sportarten keine Umkleidekabinen und, allenfalls Toiletten, aber keine Duschen und so weiter. Da muss man schauen, wie geht man damit dann bei den Hallen um. Und nochmal der ganz andere Bereich sind dann die Mannschaftssportarten. Wie geht man damit um? Wie kann da der vernünftige Abstand gewährleistet werden? Wir müssen da einfach schrittweise vorangehen. Aber mir ist es sehr, sehr wichtig, denn umgekehrt gibt es durchaus auch medizinische Erkenntnisse, die einfach sagen, ja, es ist auch für die Gesundheit der Menschen gut, wenn sie sich sportlich betätigen. Und deshalb ist gerade dieser Breitensport und gerade für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen, das ist schon wichtig, dass die auch entsprechend sportlich unterwegs sind. Damit tun sie auch was für ihre eigene Gesundheit und stärken in aller Regel auch ihr eigenes Immunsystem. Haben Sie das Gefühl, dass wir jetzt in so ein Leichtsinnsproblem reinsteuern? Ein bisschen, die Zahl der Infektionen ist gesunken. Es gibt jetzt nicht mehr in jeder Familie jemanden, der jemanden kennt, der es schon hatte oder hat. Das Wetter ist schön, es lädt dazu ein, dass man rudelweise auf den Berg geht oder was auch immer tut. Wünschen Sie sich gerade eine Schlechtwetterperiode? Nein, das wünsche ich mir nicht. Ich bin selber begeistert davon, wenn schönes Wetter ist, und das wünsche ich niemandem. Ich glaube aber, dadurch, dass wir jetzt ja immer mehr Bereiche des Lebens wieder geöffnet haben und jetzt gerade in den nächsten zwei Wochen noch mehr geöffnet werden. Wir haben gerade von den Speisegaststätten geredet und ab dem Pfingstwochenende dürfen dann auch die Hotels, Beherbergungsgewerbe wieder unterwegs sein, die Campingplätze werden geöffnet. Dadurch verteilt sich das auch wieder mehr. Also die Probleme, die wir zum Teil in den letzten Wochen hatten, dass dann, wenn eine Sache ermöglicht wird, sich darauf alle stürzen und dann manches vielleicht eher wieder überfüllt ist, dieses Problem haben wir nicht mehr. Sehen wir schon beim Einzelhandel, wie sich das jetzt letztendlich ziemlich problemlos entwickelt hat. Jetzt sind wieder alle Geschäfte offen und dann treffen sich auch nicht alle im gleichen Geschäft, sondern es verteilt sich ziemlich unproblematisch und die allermeisten Einzelhändler und deren Mitarbeiter achten darauf, dass die Spielregeln eingehalten werden. Ich bin sicher, dass es im Freizeitbereich sich ähnlich entwickelt. Wir werden ja auch Freizeitparks beispielsweise jetzt dann mit der Entwicklung in der nächsten Woche wieder schrittweise öffnen und im Sport tut sich mehr. Die Leute können in Urlaub fahren und egal ob in Franken oder im Bayerischen Wald oder im Alpenvorland entsprechend die Hotels, die Gasthäuser entsprechend benutzen. Also ich glaube, dass sich das alles eher entspannt entwickeln wird. Aber in der Tat, leichtsinnig dürfen wir nicht werden. Das Virus ist nach wie vor im Raum. Es sterben jeden Tag in unserem Land Menschen an dem Virus. Und deshalb müssen wir das schon nach wie vor ernst nehmen und da nicht leichtsinnig unterwegs sein. Als besonders herausfordernd hat sich ja herausgestellt, dass das Infektionsgeschehen so unterschiedlich ist. Also Bayern zu Deutschland, aber auch selbst innerhalb von Bayern, innerhalb der kleinsten Räume. Wenn wir nach Ingolstadt schauen, vor den Toren Münchens, fast kein Fall, kein Thema eigentlich. Über Corona wird dort fast nicht gesprochen. In München ist es ein sehr, sehr präsentes Thema. Und jetzt soll man Maßnahmen finden, die allen gerecht werden. Das betrifft ja auch die Öffnung der Grenzen. Was sagen Sie, lieber noch mal dicht lassen und noch warten? Oder wo soll die Reise hingehen? Wir sind jetzt gerade in dem Übergangsstadium. Ich war gestern an der österreichischen Grenze, ich war heute an der tschechischen Grenze. Insgesamt auch in den Nachbarländern, in Österreich, in Tschechien, haben wir ja eine deutliche Entspannung im Infektionsgeschehen. Und deshalb ist es gut, dass einerseits jetzt immer mehr Grenzübergänge, die zeitweilig total gesperrt waren, wieder geöffnet werden. Es wird nach wie vor kontrolliert, aber es wird
von der deutschen Bundespolizei an der österreichischen Grenze nur noch stichprobenartig kontrolliert. Und heute sagt mir die tschechische Polizei, dass sie das Gleiche jetzt auch ihrerseits an der tschechischen Grenze macht, nur noch stichprobenartig ab nächster Woche zu kontrollieren. Das wird nächsten Montag wohl im tschechischen Kabinett beschlossen werden. Also wir lockern das auch schrittweise. Und die Zielsetzung ist im Moment ja auch in Frankreich, in der Schweiz, in Tschechien, eben bei uns in Deutschland, genauso wie wohl auch noch in einer Reihe anderer europäischer Länder, zum 15. Juni möglichst die Grenzkontrollen zu beenden. Das ist noch nicht beschlossen, sondern es hängt ab davon, wie das Infektionsgeschehen sich entwickelt in den nächsten Wochen. Aber wenn es sich weiter entspannt, wenn wir weiter auf einem guten Weg sind, dann ist es das politische Ziel im Moment, dass wir in der Tat ab 15. Juni die Grenzkontrollen entfallen lassen können. Jetzt sagt Italien zum Beispiel, sie machen das schon ab 3. Juni, dann ist wieder jeder herzlich willkommen. Jetzt haben wir ja zwei Faktoren, einen wirtschaftlichen und einen Freizeitfaktor, also der betrifft die Urlaubsplanung. Lassen Sie uns bei dem wirtschaftlichen Faktor bleiben. Sitzt Ihnen eigentlich Hubert Aiwanger im Nacken und sagt, also jetzt, gell, machen wir was? Also zunächst mal muss man mal, was die Wirtschaft anbetrifft, sagen, also es sind ja von einigen wenigen, wie zum Beispiel das im Hotel, aber nicht wegen dem Hotelier, sondern wegen der Begegnung der Menschen, untersagt war. Ja? Die allermeisten Betriebe, die großen Firmen, die dürfen alle arbeiten. Ja? Audi hat zwar zwischendrin mal Werksferien gemacht und BMW auch und dergleichen, aber nicht aufgrund staatlicher Anordnung. Ja? Alle großen und kleinen Firmen, die irgendwas produzieren, durften auch die ganze Zeit voll produzieren, arbeiten, waren überhaupt nicht eingeschränkt. Auch der Warenverkehr läuft. Ja? Manchmal hat dann von geschlossenen Grenzen geredet. Es waren keine Grenzen geschlossen, es wurde kontrolliert. Aber der Warenverkehr nach Österreich, auch nach Italien, dorthin und auch von dort zu uns läuft und rollt und ist die ganze Zeit gerollt. Das war also nicht in irgendeiner Weise eingeschränkt und auch nichts unterbunden und nichts verboten. Aber es gibt natürlich bestimmte Branchen, die haben massiv jetzt gelitten, weil Hotels zum Beispiel nicht offen waren, weil beispielsweise auch im Bereich von Kunst und Kultur vieles geschlossen war. Museen, Theater, Konzerte ist alles gestrichen worden, fand nicht statt. Und hat insofern natürlich auch für die davon unmittelbar Betroffenen große Probleme, für die, die von der Kunst selbst leben, denen die Existenzgrundlage entzogen wurde, und andererseits denjenigen, die einfach mit Begeisterung in ein Konzert gehen oder andere künstlerische Veranstaltungen, denen da nichts mehr geboten war. Auch da wollen wir jetzt Schritt für Schritt entsprechend wieder weiterkommen, aber immer dabei im Auge behalten, dass wir nicht unnötige neue Infektionsherde schaffen. Heißt das dann zum Beispiel auch, dass die 17.000 Leute aus Tschechien, die in Ostbayern arbeiten, dass das jetzt wieder möglich ist? Das war Gott sei Dank ja in den allermeisten Fällen weiter möglich. Dafür habe ich auch dem tschechischen Innenminister noch mal nachdrücklich gedankt. Man muss mal sehen, dass in einer ganzen Reihe von Krankenhäusern, von Pflegeheimen im ostbayerischen Raum es einen großen Anteil von Mitarbeitern aus Tschechien gibt. Solche, die zum Teil wöchentlich, manche auch, die täglich pendeln von ihrem tschechischen Heimatort. Und das war zeitweilig unsere größte Sorge, dass Tschechien die Grenze ganz zumacht, seine eigenen Leute nicht mehr ausreisen lässt. Und das hätte riesen Lücken dann in unsere Einrichtungen, in unsere Krankenhäuser, unsere Altersheime gerissen. Gott sei Dank sind da von der tschechischen Regierung für die allermeisten Fälle wirklich Ausnahmegenehmigungen erteilt worden. Und das war ganz, ganz wichtig. Das zeigt, wie sehr wir doch letztendlich schon ganz gewohnt sind, super zusammenzuarbeiten. Es gibt übrigens durchaus auch deutsche Arbeitnehmer, die ihren Job in Tschechien haben. Das sind in der Zahl weniger, aber auch inzwischen einige, weil wir einfach eine so gute Zusammenarbeit hinüber und herüber haben. Ja, also das hat das allermeiste noch funktioniert, aber natürlich waren diese Grenzkontrollen hinderlich, haben viel Zeit gekostet und manches war auch in der Tat nicht möglich. Und es ist gut, wenn das jetzt wieder leichter möglich wird und manches auch jetzt wieder problemlos eröffnet wird. Der andere Punkt ist der anstehende Urlaub und die Frage von vielen Leuten, wo sie denn hin dürfen oder nicht. Da hat ja Heiko Maas schon gesagt, es wird keine Verlängerung der Corona-Warnungen in dem Sinne geben, sondern nur noch Erklärungen zu den einzelnen Ländern. Aber ist das jetzt so ein bisschen so ein Wettbewerb von Österreich gegenüber Bayern? Ihr könnt sehr gerne zu uns zum Urlaub machen kommen. Wir machen auch dafür schon ein bisschen früher auf.
Also bei den Erklärungen von Herrn Maas bin ich mir zum Teil nicht immer ganz sicher. Die waren auch sehr wechselnd und so weiter. Und dann wird man sehen, wie das Infektionsgeschehen ist, ob man wirklich keine Warnungen mehr aussprechen muss. Aber klar ist, es entwickelt sich in vielen europäischen Ländern positiv. Zunächst einmal, denke ich, liegt es nahe, dass man auf jeden Fall in unserem eigenen Land Urlaub machen kann. In Bayern kann man herrlich Urlaub machen. Man kann jetzt dann in ganz Deutschland wieder Urlaub machen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall unproblematisch möglich. Und wir werden dann mit dem Rückgang der Grenzkontrollen natürlich anderen europäischen Nachbarn wieder auch ermöglichen, in unserem Land Urlaub zu machen. Das bedingt sich, so wie dann voraussichtlich ab Mitte Juni es auch möglich ist, in Österreich umgekehrt Urlaub zu machen. Aber man sollte das alles mit Bedacht angehen. Aber klar ist, man kann wieder wunderschönen Urlaub machen. Aber auch da gilt nach wie vor, es gibt Abstandsgebote. Und das gilt auch, wenn man da im dem Gaststättenbereich des Hotels dann zusammensitzt abends oder was auch immer. Man darf ihr die entsprechenden Abstandsregeln nicht außer Kraft setzen. Womit rechnen Sie, wenn wir mal den Blick in die Glaskugel wagen, wie sieht Bayern in einem Monat aus? Können wir da weitere Lockerungsmaßnahmen schon angehen? Ich glaube schon, dass sich da einiges weiter lockern wird. In einem Monat soll das ja, wenn es gut geht, bis dahin mit den Grenzkontrollen entfallen. Ich bin sicher, dass wir im sportlichen Bereich bis dahin eine Reihe weiterer Möglichkeiten geschaffen haben. Aber mit dem Blick in die Glaskugel, das hilft im Moment gar nichts, weil nämlich, denke ich, wenn man rational entscheiden will, es immer davon abhängig ist, kommen wir mit der Infektionsrate weiter vernünftig hin? Gehen hier in die neue Infektion weiter zurück? Ist das weiter vertretbar? In dem Moment, wo wir erleben müssen, was ich wirklich nicht hoffen will, in dem Moment, wo die Zahlen wieder hochgehen würden, müssten wir sofort überlegen, dass jedenfalls weitere Lockerungen im Moment nicht vertretbar sind. Also insofern liegt es im Interesse aller Beteiligten natürlich, dass wir weiter verantwortungsvoll mit der Situation umgehen, um eben in der Tat zu ermöglichen, dass wir möglichst bald wieder in möglichst vielen Bereichen ein ganz normales Leben führen können. Ein schöneres Schlusswort kann es nicht geben. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch hier bei uns im Studio, Herr Herrmann. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch viel Vergnügen mit dem Programm von München TV.